können also um 20% bis zu 20% hoch und runter gehen. Und hier, jetzt habe ich um 2 Sekunden überschritten. Ach egal, ich nehme das immer nur auf durch Weg auf. Ist mir jetzt egal. So. Ja. Hier Attack in Attack Influence, das heißt, das ist für die Stärke zuständig. Das heißt, je höher die Stärke, desto mehr Schaden macht der Skill. Das ist nicht falsch gewesen hier. Desto mehr Schaden macht der Skill. Bei Spirit ist die Intelligenz, der Einfluss die Intelligenz den Schaden. Also je höher die Intelligenz ist, mit der man, desto mehr Schaden macht das. Das heißt also hier bei 100% Wildfahrt auf Level 1 und einen Attack von 17, das würde bloß 17 Schaden machen. Also 1 plus 17, das wäre 18 Schaden. Also 2x 18 Schaden, das wären, lass mich mal kurz mit Taschenrechner rechnen, ich bin nicht im guten Kopf rechnen. 2x 18 wäre nicht 336 Schaden, nicht 366, so. Wieso steht es hier Absorb Damage? Das habe ich aus dem Sack geklickt, okay. Gut, hier kann man noch einstellen bei den Options, ob es ein physischer Angriff sein soll. Typ des Skill as a physical attack. Subject to the same hidden determination as a normal attack. Das heißt also, hier wird dieselbe Schadensberechnung wie bei einer normalen Attack gemacht. Das wäre bei anderen Skills wie Eis auch zum Beispiel nicht gemacht. Dann haben wir noch Damage NP, dass also die NP geschadet werden. Geschadet, also verringert werden. Und dann haben wir noch Absorb Damage, das ist bei Sachen wie den Vampirismus, wo haben wir denn da, nützlich, weil dann halt der Schaden, den wir verursachen, abgezogen wird. Und einmal noch Ignore Defense, dass die als Attribut Defensive umgangen wird. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Formel zur Schadensbrechung ist, aber der wird hier, ist dann halt so, als wäre es würde hier 0 stehen. Das ist, glaube ich, auch nur bei, ja, das ist nur bei hier solchen nicht elementaren Attacken der Fall. Bei Explosion und Neuanfang, wenn ich das anfangen sollte, da schon Nuclear, wenn ich das übersetzen sollte. Das ist eben ein so ein Zauber wie Ultima in Final Fantasy, der ist eben Inventar. Oh Gott, ich mag dieses System of the World. Ich lasse mich wieder ablenken. Naja. Okay. Dann haben wir hier noch die Elemente, welches Element eben der Angriff hat. Das ist eben bei Gegnern interessant, weil die dann für elementare Schwächen haben können. Zum Beispiel eine Pflanze natürlich gegen Feuer empfindlich. Und die haben wir noch, welchem Status der Gegner dann unterliegen soll. Das ist eben, ob der Gegner vergiftet werden soll, ob er blind werden soll und so weiter und so fort. Und hier haben wir noch die Items. Die übersetze ich auch erstmal kurz schnell. Und bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal die ganzen Items übersetzt. Potion habe ich in Rang übersetzt. Aber hier ist irgendwie ein bisschen die Übersetzung missgelungen. Da stand ein Full Potion. Und voller Trank hört sich ein bisschen blöd an. Deswegen habe ich großer Trank genommen. Gut, das erkläre ich immer wieder die Sachen. Trank, Name, blub, erklärt sich von selbst. Das Icon wird sich inzwischen auch von selbst erklären. Beschreibung auch, die habe ich noch nicht übersetzt. Ich bin zu faul jetzt. Halb drei bin ich zu faul dazu. So, das Scope ist hier dasselbe wie bei den Skills und die Obsession auch. Dann haben wir hier noch den Preis. Da kann man den Kaufpreis bestimmen. Der Verkaufspreis errechnet sich übrigens aus den Kaufpreis durch 2, das wäre hier zum Beispiel 25. Aber ich rechne jetzt trotzdem mal mit dem Taschenrechner. 25. Und hier Konsum. Also der Konsum, das heißt, ob wir das Item beim Benutzen verbrauchen oder nicht. Das fand ich irgendwie früher schöner geregelt beim frühen RPG-Makern. Da wurde geregelt, wie oft man es benutzen kann oder nicht. Zum Beispiel konnte man bestimmen, ob man so einen Größentrag zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal benutzen soll oder nur einmal. Das ist hier ein bisschen blöd. Man kann das Ding an und nicht oft benutzen, aber dafür gibt es Skripts. Aber ich will jetzt hier nicht unbedingt mit Skripts arbeiten. Und Speed habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Ach so, okay. Die Speed, das heißt, hier wird
bestimmt, ob man zu dem Attribut zu den Geschwindigkeiten noch irgendwelche Punkte zu addieren will oder abziehen will. Ich weiß noch nicht, was die Maximalwert ist. Dürfte 999 sein, genau. Aber 999 das Maximalattributswert ist. Und wir haben halt die Animation und das kommen wir werden, das erklärt sich auch von selbst. Jetzt kommen wir zu dem Recovery-Effekt, also Heilungseffekt. Hier können wir zwei verschiedene Werte eingeben, einmal die HP und die MP, wie viel es heilen soll, und Prozent und Punkte. Das ist wichtig, wir können zum Beispiel ein Item erstellen, was 100% HP heilt, wie hier der größte Trank, oder nur 2500 Punkte. Das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Und halt das gleiche bei einem MP. Und hier haben wir noch den Grow-Effekt, das heißt, ich weiß nicht, ob es bei Final Fantasy gab, das sind Items, die einen Attributswert um einen bestimmten Wert erhöhen. Hier zum Beispiel die Lebenssalbe. Statt Life Up habe ich das einfach mit Lebenssalbe erhöht. Das heißt, das erhöht die maximalen HP um 50. Da kommen wir hier in MP, Stärke, Verteidigung, Intelligenz und Schnelligkeit bestimmen. Gut, und jetzt haben wir noch Damage-Effekt. Da müssen wir aber, damit das eintritt, müssen wir bei Scope One Enemy oder halt Gegner auf Gegner einstellen. Und dann haben wir halt den Basis, den Schaden. Und ist halt 150. Das ist so wie der Feuer 1 verfügt. Ohne irgendwelche, obwohl doch mit halt mit Varianz und so, ist halt dasselbe wie der Skill. Früher konnte man die Items zu den Skills verlinken, das fand ich irgendwie einfacher. Und die haben halt noch die üblichen Options wie bei den Skills. Und hier auch bei Elements, das ist nicht besonders. Ach, was ich noch gar nicht erklärt habe, das sind die Notes. Die sind hier, zum Beispiel bei den Skills Notes. Da kann man für verschiedene eben sich Notizen machen. Und das ist eigentlich nur für Skripts, wenn man welche hat, interessant. Ist für euch momentan total uninteressant. Und Items nochmal. Gut, das sind wir jetzt auch mit den Items fertig. Jetzt kommen wir zu den Waffen und wieder übersetzen. Da bin ich auch wieder gleich da. Bis gleich. So. Wie immer habe ich nur den Namen übersetzt. Und manche Namen waren wirklich blöd zu übersetzen. Stachelkeule heißt eigentlich, glaube ich, Morgenstern oder so. Und da habe ich Morgenstern Himmel übersetzt, weil das Morningstar hieß. Nun gut. Und dann konnte ich zum Beispiel, wo ist es? Mithril. Wusste ich nicht, wie man das schreibt auf Deutsch. Das Metall Mithril, das sekundäre Metall. Habe ich einfach mal so geschrieben, bis es in Englisch geschrieben wird. Nun gut. Okay. Kommen wir jetzt zu den. Erkennen, gestrichen Name, das ist okay so. Nicht okay so. Das brauche ich nicht mehr zu erklären, denke ich mal. Und hier haben wir die Animation, mit der die Waffe angreifen soll, wenn man die benutzt. Normal angreift, dann haben wir noch den Preis, wie immer den Verkaufspreis, den Kaufpreis, nicht Verkaufspreis, so. Und hier haben wir die Hitrate, also, Hitrate, die Trefferchance, mit der man trifft, das sind 95%, das sind in 9,5 von 10 Fällen, also 9,5 Fällen, 9,5 von 10 Fällen. Und hier haben wir die Parameter, die die Waffe verändert. Wir haben zum Beispiel die Keule erhöht die Stärke um 3 und das Langschwert die Stärke um 5. Und so weiter und so fort. Und die stärkste Waffe in den Standard ist das Schwert der Könige. Das ist halt ein längliches Schwert, das nur ein wahrer Held tragen kann. Das ist halt so ein Schwert, das man nur erhält, wenn man alle 4 Kristalle sammelt. Also, naja. Und hat Wert von 65.000. Sollte man aber nicht verkaufen, ist halt 120 Attack, das ist gar nicht mal so viel. Eigentlich 500 ist der Maximalwert, den so eine Veränderung haben kann. Und jetzt haben wir hier noch die Options. Two-Handed ist einfach, dass man die Waffe in zwei Händen halten muss, wie zum Beispiel, muss man kurz gucken, lernen, ein Speer muss man auch in zwei Händen halten. Ob es Leute gibt, die man noch in, ob es Leute gibt, die auch in allen Hand halten können, aber egal. Dann haben wir noch Fast Attack, wo haben wir denn eine Waffe, die es hat? Na, hat es hier keine Waffe oder was? Okay. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Fast Attack, das war. Okay. Das heißt, dass man sofort zu Rundenbeginn angreift. Das ist so wie so ein Erstschlag. Eben Erstschlag heißt das.
einfach noch Doppelangriff, dass man zwei miteinander angreift und so doppelten Schaden macht und kritischen Bonus eben. Und dann haben wir noch die Elemente und die Statusse, das lässt sich eigentlich auch erklären, das war ja schon hier. Und dann haben wir noch die Rüstungen und das Video übersetzen. Ja, bis gleich. So, ich habe jetzt alles übersetzt, manche waren irgendwie verbiert zu übersetzen, wie goldene Kettenrüstung, da stand hier bei der Kettenrüstung, wo ist sie denn? Kettenrüstung stand auch Chainmail und Chainmail heißt Kettenrüstung und ich habe dann einfach mal goldene Kettenrüstung davor geschrieben. Okay, kommen wir jetzt mal wieder zu den Beschreibungen, das kennen wir ja schon alles, das 3 hier und dann hier Kind Art. Die Armor nicht gleich Armor, merkt euch das. Wir haben nämlich 4 verschiedene Armor Rüstungsklassen, Schilde, Helme, Brust, also Körperrüstungen, die Ganzkörperrüstung und die Accessoires, also die Zusatzdinger. Am Ende noch den Preis, das heißt, der Preis eben, das ist ziemlich teuer, fällt mir gerade auf. Also sollte man schon die Preise ziemlich hoch, die Droprate von den Monstern ziemlich hoch setzen. Evasion war, okay, das heißt, dass man eine Zusatzchance hat, einen Gegenstand auszuweichen. Und dann haben wir wieder die Parameter-Changes, das kennt man schon von den Waffen. Und hier ist das hier ist neu, Prevent Critical, das heißt, dass man keinen kritischen Schaden mehr vom Gegner erleiden kann, wenn die diese Fähigkeit dann haben. Das muss man denen jetzt mal beibringen. Dann haben wir noch, dass die die MP nur zur Hälfte verbraucht werden bei den Zaubern. Das heißt also, dass wir zum Beispiel Wiederbeleben nur noch, das muss ich mal kurz rechnen, 35 durch 2, 17,5, also aufgerundet 18 MP kostet. Und Amos, dann haben wir noch Double XP Gain, dass wir halt doppelte Erfahrung bekommen. Hat das irgendein Ding hier? Ich glaube nicht, nee. Nee. Okay. Und dann haben wir dann noch Auto HP Recovery, das ist halt auf jeden Fall, wenn das hier Regina beim Laufen. Was das immer an ist. Das hat wirklich der Lebensring. Genau. Gut, dann haben wir noch die Feinde, die übersetze ich auch nochmal schnell. Wo bin ich mit den Rüstungen fertig? Sind dann noch die Elemente, die abblockt und die Staaten, die Statusse, die ist halt, oder die Staaten, genau, Staaten, so ist das richtige Wort. Die Statusse, die ist halt resistent macht. Ich glaube. Die werden nicht so 100% abgeblockt über Final Fantasy Schleife. Und jetzt kommen wir zum Feinden und die übersetze ich erstmal wieder kurz. Bis gleich. Okay, da bin ich jetzt auch schon wieder fertig. Hier haben wir unsere ganzen Gegner. Ich stelle es mal kurz vor. Der allgegenwärtige RPG-Schleim. Die allgegenwärtige nervende Fledermaus, die einen blind machen kann. Der Schleim flieht sofort, wenn die Party ein Durchschnittshilfe von 5 oder höher hat. Das kann man eigentlich schon vergleichen mit Earthbound oder Mafia 2. Da fliehen die Gegner auch vor allem, wenn man so einen hohen Level hat, aber eben nicht alle. Bei Fledermaus, dann haben wir die Hornisse, die können einen vergiften. Dann haben wir die Spinne, die können auch einen vergiften. Ziemlich nervig. Die Ratte, die hat Körperangriff, das ist nur eine irgendwie so eine spezielle Attacke eben. Feuergeist, das heißt eben schon Willow Wisp oder so ähnlich. Und ich wusste nicht, wie ich das korrekt übersetzen sollte. Da habe ich halt eben Feuergeist genommen. Ein Paralyseangriff und Feuer. Dann noch die Schlange, Doppelangriff, Skorpion, Qualle, Pflanze, Geist, Skelett, Ork, Imp, Durchsichtiger, Puppe. Durchsichtiger, das dachte ich eigentlich, dass das Geist ist. Und da werde ich glaube ich auch mal Geist draus machen. Obwohl. Das ist irgendwie ein komischer Gegner, der fällt mir nicht den Namen ein. Flugmonster einfach jetzt mal. So, dann haben wir noch die Puppe. Den Zombie, den Cockatrice, der habe ich übrigens nicht übersetzt. Chimera nicht. Mimik habe ich nur ein Kart draus gemacht aus dem C. Dann haben wir noch den Werwolf. Den Zahakin. Das sieht eigentlich, glaube ich, immer mit P. Beim unterschiedlichen Epigemäker immer anders aus. Manchmal ist er ein Fischmensch und manchmal eben so ein Fisch. Wie ist ein Fisch? Uga, Gargoyle, Lamia, Vampir, Succubus, Dämon, Dunkelhaut und der böse King, der böse König. Und hier sehen wir schon ab dem, was der Puppe bekommen wir schon in den 1000 HP Bereich. Und ich würde euch